Hallo miteinander, da ist wieder Gabriel. Begrüßen euch wieder auf meinem Channel. Heute machen wir ein Stretching, so ein bisschen Kondition und dann gut dehnen. Gerade wenn ihr auch lang laufen geht, dann braucht es einfach Dehnung für eine gesunde Muskulatur. Gesunden Rücken. Macht euch ein Tüchli parat. Da zum Beispiel dann, man könnte ihn nachher beim zweiten Teil so heben. Oder die, die schon auch einen Gurt haben, können einen Gurt nehmen. Mit dem kann man auch schön sich dann da dehnen. Gut, dann macht ihr euch das parat und ich komme gerade wieder zurück. Ich lege es auf die Seite. Jetzt die einen sind schon wieder da, die anderen machen es noch parat. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt noch Musik dazu. Ich mache jetzt extra ohne Musik. Aber macht doch lässige Musik. Für den ersten Teil und nachher ein bisschen ruhiger für den zweiten Teil. Gut, wir stehen gerade da. Wir machen schön einschnaufen, ausschnaufen, Schulterkreisen. Ist natürlich klar, mit Musik ist das alles noch viel lässiger. Und die einen machen ja bei mir schon über fast 40 Jahre Stretching. Und breiter stehen. Die Ellbogen mitnehmen, einschnaufen, ausschnaufen, denkt daran, Atmung ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir hoch mit den Armen und dann kommen wir runterkommen, gehen ausschnaufen, aufrollen, ganz langsam, die Wirbelsäule spüren, einatmen und runterkommen und wieder hoch. Ich zeige es noch von der Seite, dann kommen wir hoch, dann gehen wir in die Lordose. Und dann atmen wir aus, kommen hoch mit einem runden Rücken, noch einmal. Und ich glaube, jetzt sind wir etwa alle da. Und ausschnaufen, Kinn zum Brustbein, also Spitze zum Bauchnabel. Und dann kommen wir mit dem Bein auf die Seite. Wir lupfen hier so schön Fersen lupfen, aber stossen. Und immer wieder schön tief durchatmen. Einschnaufen. Ausschnaufen, nehmen den Arm noch ein bisschen mehr mit. Sehr gut. Und zwei. Dann kommen wir so ein bisschen side to side. Kommen wir ein bisschen zurück. Und dann wieder ein bisschen vor. Jetzt, was wichtig ist, dass die Kniescheiben immer dort anschauen, wo der grosse Zehen ist. Also keine solche oder so irgendwie verdreht. Bei. Nehmen den Arm an und stoßen da schön diagonal und schnaufen aus und ein. Und vier, drei, den Kopf schauen an die Hand und dann lupfen und hoch, schnaufen und ziehen, vier, drei, und dann kommen wir wieder runter und kreisen. Schön, so wie wenn wir im Urwald müssten da so ein bisschen das Gebüsch auf die Seite stossen. Vier, drei, zwei und dann hoch, lupfen, auf, schnaufen, ein und aus. Super. Noch. Ziehen. Super. Step touch. Zusammen. Auf. Zusammen. Auf. Nehmen die Ellbogen vor den Körper. Lange Wirbelsäule. Und spüren innen Muskulatur von den Oberschenkel. Und beim Aussen. Und die Aussenseite der Oberschenkel. Schnuffen. Super. Einmal noch ein bisschen. Schnuffen. So richtig warm ab. Hm? So richtig wie früher. So in einer Aerobic-Stunde. Leg curl back. Dann gehen wir hinten. Schön. Schauen, dass ihr nicht da vorne seid, sondern hinten. Fersen zum Gesäß. Leichte Vorlage. Und dann nehmen wir noch den Arm hin. Ziehen Sie zurück. Schön. Lange Wirbelsäule.
Steinsbein nach oben. Und ich werde wieder die Schuhe abputzen. Und schnaufen. Kine nach hinten. Kopf mit dem Gesicht nicht vorne stossen. Und nochmal. Ziehen, 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 ziehen. Und dann bleiben wir. Eins, zwei, einmal schnaufen. Vier, drei, zwei, wechseln Zeit. Eins. Und schnaufen. Noch vier, drei, zwei, Ellbogen und Knie. Gerade wenn ihr viel lauft, ist das wichtig. Dehnung vom Gesäßmuskel. Und ziehen. Vier, drei, zwei, eins. Und oben runter. Schnaufen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nochmal Step Touch. Und so. Und nochmal. Schnuppe, lange Wiesen. Nochmal, Leg Curl Back. Hände. Zieh, ich zeig's nochmal. Auf der Seite. Hände. Zieh, zieh, zieh. Schnuppe. Und zieh. Komm. Und Ellbogen. Knie. Diagonal. Und drei, vier, fünf, sechs, sieben, vorne und eins. Wenn ihr nicht so mögt, könnt ihr natürlich auch weniger raufkommen mit den Beinen. Weniger zusammen mit den Knien. Und nochmal. Schnaufen. Super. Laufen an Ort. Gut. Jetzt kommen wir vier Schritte. Zu mir führen. Achtung! 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4. Bleiben. 2, 3, 4. Zurück. Ja, das ist klar. In der Stube hat man nicht so viel Platz, aber es geht. Super. Wer mag, macht doch ein Hüpfchen. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und zurück. 1, 2, 3, 4 und wieder bleiben. Nochmal nach vorne. 1, 2, 3, 4. Schritt. Schnaufen. Und zurück. 1, 2, 3, 4. Bleiben. Super. Step Touch. Auf und zu. Leg Curl Back. Hoch. Und schön mit dem Fersen zum Gesäß, wenn ihr mögt. Und dann diagonal. Schnuffen. Lupfen die Beine. Komm. Hoch. Gut. Vorne. Ziehen. Sechs. Und hüpfen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite mit dem Hüpfen. Und bleiben. Und zurück. Gut, und jetzt sind wir bleiben, dreimal. Eins, zwei,
3, wechseln. 1, 2, 3, wechseln. 1, 2, 3, wechseln. 1, 2, 3, wechseln. 1, 2, 3, wechseln. Und schön ziehen. Kommt. Die, die nicht so mögen, machen halt ein bisschen kleiner. Die, die mögen, lupfen. Und schnaufen. Und noch ein bisschen ziehen. Kommt. So richtig warm, wenn ihr rüberkommt. Und hoch. Und so ein bisschen schwitzen. Muss man. Ab und zu. Ziehen. Und nochmal. Super. Und hoch. Zurück zur Mitte. Lauf, lauf, lauf. Jetzt machen wir den V-Step. Der geht auf, zu, zu. Auf, zu. Auf, zu. Ihr habt das rechte Bein und ich das linke. Also, wenn ihr zu mir schaut, müsst ihr dann zuerst rechts, 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 wechselt das Bein. Links. Immer schauen. Beide. Füße, Beine auf eine Linie bringen. Nochmal. Und einschnaufen. Ausschnaufen. Wechseln nochmal. Eins. Jetzt können wir noch den mitnehmen. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Wechseln. Zeit. Eins. Und ziehen. Nochmal. Hoch. Nochmal wechseln. Und ziehen, Schultern tief und hoch. 3, 4, wechseln. 1, 2, 3, 4, 2, 1, wechseln. Auf, schön ein bisschen absitzen. Immer wieder Mitte spüren. Ziehen, um, wechseln. 1, und auf einmal, Sina, eins, wechseln, eins, wechseln, auf, zu, zu, auf. Immer noch ein bisschen. Und eins, und schnaufen, und ziehen. Super. Und jetzt gehen wir in den Gegenstritt. Der geht hinten, der A-Step. Ist wie ein A, geht's auf. Hinten auf, hinten auf. Schlüsse vorne, auf, schlüsse vorne, auf, schlüsse vorne. Wechseln zwei. Eins, zwei. Bauch mal aber leicht zu gruppen. So ein bisschen reinziehen. Und nochmal. Gut. Und wechseln. Und ziehen. Drei. Vier. Wechseln zwei. Fünfmal. Hinten, auf. Schlüsse, schlüsse, auf. Und wechseln auf zwei. Eins, zwei, wechseln. Eins, zwei, wechseln. Eins. Kopf zieht hoch, wechseln. Eins. Und jetzt auf eins. Singen. Auf, zu, zu. Auf, zu, zu. Einschnaufen, ausschnaufen. Und nochmal. Und nochmal. Super. Von Anfang an der Faust vorne. Zwei. Wechseln. Eins. Zwei. Hinten. Zwei. Ausstep. Wechseln. Eins. Eins vorne. V. Eins. Wechseln. Eins. Hinten. Eins. Wechseln. Vorne. Und hinten. Und zurück. Und zurück. Und vorne. Und wechseln. Das ist auch eine Kopfsache. Das ist ganz gut. Trainiert auch euer Hirn. Und noch einmal hin. Auf, zu, zu. Und marschieren. Eins. Super. Einschnaufen. Ausschnaufen. Wir gehen drei Step Touch rechts. Eins, zwei, drei. Dann links. Drei, dann kann ich beugen und schön absitzen. Nochmal, ihr habt rechts, ich bin links und rechts und links und beugen. Tief absitzen. Nochmal,
Eins, zwei, drei. Schaut mit dem Kopf mit. Dann der mit Mitte. Aber sitze sich Knie öffnen. Na, das ist gut für die Oberschenkel. Und das Gesäß. Und tief. Und tief. Und eins. Und nach. Na, tief. Und tief. Und eins, zwei, drei. Seite, zwei, drei. Super. Machen wir nochmal. Seite, zwei, drei. Seite, zwei, drei. Tief. Und tief. Und laufen. Super. Dann habe ich bis jetzt super gemacht. Schnaufe ein. Strecke euch aus. Schnaufe aus. Machen ein Mambo oder ein Rockstep. Dann gehen wir mit dem Bein führen, hindern. Es ist immer wie wenn wir einen Schritt machen. Nur geht ein Bein führen, zurück. Führen, zurück. Führen, zurück. Chassé. Springen. Führen, zurück. Führen, zurück. Vor. Zurück. Chassé. Und eins. Schnaufe rein, schnaufe aus. Drei. Und Chassé. Ich weiss, wenn man nicht in einem grossen, riesengroßen Raum ist, dann ist halt alles ein bisschen kleiner. Und noch zwei, drei, vier. Und jetzt tun wir das Ganze dann halbieren. Drei. Machen wir auf zwei. Eins. Zwei, Chassé, eins, zwei, Scoopen, Bauch innen, und zwei, nochmal, einschnaufen, ausschnaufen, Signal, eins, Strang, eins, Luft, eins, hoch, eins, hoch, eins, hoch, eins, hoch, und noch ein, und ziehen, und ziehen. Und nochmal. Schnaufe, nicht vergessen. Eins, zwei, hör. Super. Und marschieren. Schnaufe rein und aus. Super. Und dann geht ihr ein bisschen auf, 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 auf. Immer schauen, Knie und Fußspitz öffnen. Wenn das zu streng ist, dann können wir auf, 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 geht genau gleich. Ja? Wenn wir das Gefühl haben, nein, ich mach noch mal ein bisschen Jumping Jack mit der R. 3, 4, 5, 6, 7 und noch 1, 2, 3, 4, 5 und schnaufen. Noch ein bisschen. Oder mit Schüttel. Schnaufen. Die, die nicht mehr geschüttelt. Einfach laufen. Ziehen. Super. Machen einen Kick. 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 Jawohl. Und ziehen. Eins. Schnaufen. Side Kick. Seite. Seite. Gut. Noch ein. Und ziehen. Super. Und bleiben. Seil springen. Neben das Seil. Und sonst einfach nur Ferse. Und ziehen. Schön lupfen. Und ziehen. Hinein. Die Durchblutung. Und dabei. Gut. Und laufen. Schnell laufen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Schweißperlen vielleicht auf dem Kopf. Vielleicht aber noch zu wenig. Ja,
und dann langsam ruhiger werden und sitzen, sitzen, schön hinten aber sitzen, auch da Knie und grosse, mittlere Zehen in eine Linie und ich schnaufe und nochmal. Und bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schultern zurück. Wer mag, und der aufnehmen. Schön hinten sitzen. Fersen am Boden spüren. Und halten. Aufrollen. Noch mal rein. Einschnaufen. Und dann ein bisschen laufen. Und ein bisschen kriechen. Super. Haben wir das gemacht? Wir gehen noch auf die Seite. Dann schauen, dass vorne der Fuß fest am Boden bleibt. Nicht lupfen, das Knie nicht vorne drücken. Und dann machen wir hier noch für die Oberschenkel und Gesäß. Wenn ihr weit auseinander seid, ist es mehr das Gesäß. Wir gehen tief und hoch. Einatmen. Aus. 3, 4, 5. 6, 7, 8. Unten bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann gehen wir hoch. Gehen ein bisschen weniger weit auseinander. Jetzt kommen wir mehr in Oberschenkel. Und tief. Hoch. 2. Schnaufe ein und aus. 4. Geht runter. 5. 6. 7. 8. Unten bleiben. 1. 2. 3. 4. Schultern runter. 7. 8. Strecken. Hüfte parallel. Schultern parallel. Dann weit runter da. Die einen kommen mit den Händen runter, die anderen vielleicht nicht. Das Gleichgewicht halten. Wirbelsäule an und dann immer näher mit dem Nasenspitz zum Knie. Es darf auch nicht trümmelig werden. Wenn ihr merkt, die haben einen hohen Blutdruck oder Probleme mit den Augen, Ohren, kommen schon wieder rauf. Und die anderen können noch hinten ziehen. Schauen die Knie nebeneinander, die Oberschenkel und dann noch hier, Fuß lupfen, sich ziehen. Die anderen machen es vielleicht hier oben, bleiben mehr mit dem Kopf hier oben und kommen jetzt zurück zur Mitte. Und dann tun die Hände aufstützen bei den Oberschenkel, einen langen Rücken machen, kommen runter, einen runden Rücken hochkommen, einschnaufen und wir drehen uns mit einem grossen Ausfallschritt. Bauchnabel rein, leichte Vorlage, Fersen vorne am Boden und dann kommen wir tief. 1 und schnaufe ein und aus. 3, 4, noch 4. Man kann weit runter, knapp über den Boden. Ja, wenn es streng ist, können wir dann nicht so weit runter. Und dann auch hier wieder unten bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hoch. Ein bisschen näher zusammenstehen, kommt mehr in die Oberschenkel. Und tief. Hinten den Fußball im Boden stossen. Vorne Fuß wie ein Dreieck. Fersen mit den Fußballen, kleine, grosse Zehenballen. 7 und 8. Unten bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Sich lang machen. Lang führen kommen. Die Wirbelsäule, Steißbein nach hinten, Kopf nach vorne. So weit runter, wie es einfach geht. Die Füße sind so wie eins nach dem anderen. So auseinander und dann hintereinander. Und dann schön so hüftbreit.
Abziehen, Schultern zurück. Von unten her sich über das Bein ziehen. Und schnaufen. Ein und aus. Schau, dass ihr die rechte Hüfte mit der linken in einer Linie habt. Und nicht die linke Lupfe oder die rechte. Und schön halten. Wenn ihr merkt, dass ihr schon träumt, kommt ihr wieder ein bisschen mehr rauf. Und sonst zieht ihr euch da hinten, Oberschenkel, die eine Linie. Oder eben dann bleibt ihr da oben. Wenn ihr merkt, sonst runterkommen und dann noch Fersen lupfen, Fußspitze lupfen. Spielen da in die Wade, was ihr dann da dehnt. Und sonst oben bleiben. Aber immer schön eine Linie anziehen und schnaufen. Und schnaufen. Noch ein. Super. Gerade wenn ihr geht joggen, viel laufen, verkürzt alles. Kommen zur Mitte zurück. Schieben eure Scheibeine weg. Machen dann lange Rücken. Kommen in die Dehnung über die Beine. Ziehen den Kopf nach oben. Und wie wir uns nochmal wegstoßen. Lupfen. Das sieht dann von der Seite nochmal so aus. Gehen mit den Händen zu den Leisten, Handflächen nach oben. Nach oben. Bauchnabel nach innen. Kopf zieht in die Länge. Spüren da hinten die Dehnung. Hüfte in einer Linie. Und jetzt einschnaufen. Hochkommen. Bis wir ganz da oben sind. Arm hoch. Dann ziehen wir von daher auf die Seite. Schultern runter. Gehen in die Seitendehnung. Kopf könnt ihr unter dem Oberarm hochschauen lassen. Und schnaufen. Super. Und wechseln zur anderen Seite. Ich hoffe, ihr habt auch so warm wie ich. Wisst ja, wer besser trainiert ist, schwitzt auch mehr. Der Puls kommt langsam wieder ein bisschen zurück. Und wir werden ein bisschen breiter. Finden die Daumen ineinander rein. Ziehen über die Seite hoch einschnaufen. Ausschnaufen. Einschnaufen. Ausschnaufen. Einschnaufen. Noch eine. Ausschnaufen. Und bleiben. Ziehen, 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 ziehen. Wenn ihr hier mit dem Arm runter, dann noch etwas mehr ziehen. Brustkorb öffnen. Dann kommen wir hoch. Schultern tief ausschnaufen. Die andere Seite einatmen. Und aus. Und ein. Drei. Und noch. Und tief. Und noch. Und bleiben. Und dann könnt ihr da an den Arm abnehmen. Und Schultern zurück. Muss immer gut können atmen. Den Arm probieren. Strecken. Super. Und kommen zurück in die Mitte. Den Fersen führen und setzen euch hier so ein bisschen nach oben. Die Oberschenkel auf. Schnaufen. Das Gesäß ein bisschen nach innen bewegen. Steißbein nach oben. Wir können noch weiter oben sitzen. Und kommen wieder hoch. Und schüttelt. Gut, wenn wir auf eins Bein stehen, kommen wir in eine Gleichgewichtsübung. Den Fuß auf der einen Seite können da unten bleiben. Je nachdem, jetzt haben wir natürlich auch ein Herz, das aktiviert worden ist. Dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Mühe, gerade auch zum Stehen, um die innere Ruhe wiederzufinden. Schau, dass die Hüfte so ein bisschen nach oben und in einer Linie sind. Gerade von den Hüften, die das Bein hoch an der Innenseite des Oberschenkels haben, nicht lupfen. Und dass ihr euch da ganz lang macht. Ups, das kann mir passieren. Ich muss noch reden dazu. Und schnaufen die und schnaufen aus. Dann kommen wir zurück. Da lupfen wir uns. Und kommen auf das andere Bein. Wie gesagt, ihr könnt hier bleiben, wenn weiter raufkommen oder dann so weit oben wie möglich. Presst den Fuß, Fußsohle
zum Oberschenkel liege und rechte Hüfte so wie schliessen. Und nicht fest ins Hohlkreuz, Bauchnabel nach innen. Man kann sich auch merken, Hüftknochen ein nach vorne schieben. Und den Standfuß spüren. Entweder habt ihr ja Turnschuhe an oder sind barfuß. Auch dort Fersenmitte, Fußballen, grosse, kleine Zehenballen. Und atmen. Immer wieder jeden Tag auf ein Bein stehen, Handfläche zusammen. Die Arme probieren, strecken und nach hinten runter mit den Schultern. Und dann kommen wir zurück, lupfen an das Bein und halten. Gut, dann könnt ihr mal eine Matte holen. Dann fangen wir mit dem Tüchli, der Matte. Dann haben wir die Stretching-Phase. Das alles ein bisschen reinigen, ein bisschen abputzen. Dann könnt ihr euch da schön absetzen. Und dann tun wir mal unsere Schuhe, wenn sie nicht schon abgezogen haben, abziehen und auf die Seite legen. Gut, immer schauen, der Puls muss wieder schön ruhig runterkommen. Jetzt, wie gesagt, habt ihr entweder den Gurt oder auch ein Tüchli. Ich mache es jetzt heute extra mit dem Tüchli, weil ja, die nicht so regelmäßig Yoga machen oder Pilates oder so im Gurt arbeiten, die haben sicher auch ein Tüchli. Könnt ihr euch auch mal die Wirbelsäule vorstellen und die zieht sich in die Länge. Wenn wir jetzt irgendwie krumm sind, dann geht natürlich das alles ein bisschen in die falsche Richtung. Also probiert mit den Händen da ein bisschen euer Gewebe, die Faszien zu lupfen, Füße zusammen, streckt euch aus und jetzt von unten her lupfen und dann so lang wie möglich führen kommen. Und dann könnt ihr eben mit dem Tüchli da um die Füße gehen, euch ziehen, dass wir gerade bleiben. Und dann schön, das Knie hat wie einen Fußplatz zwischen Knie und Brustbein und Steißbein hinten nach oben. Dann zwischen wie ein bisschen den Brustkorb öffnet. Viele Leute machen den Fehler, sie gehen mit den Schultern führen, Schultern hindern, sich lang machen. Und mit der Zeit kann man natürlich auch ohne Tüchli dann sich da in die Mitte bringen. Wichtig ist, dass der Kopf nicht abgedrückt wird, sondern in der Verlängerung der Wirbelsäule und dann ein bisschen entspannt. Die Schulterblätter so zur Wirbelsäule, zum Steißbein oben. Einatmen, den Rippenbogen öffnen, ausatmen. Der Rippenbogen kommt wieder runter und rein. Noch einschnaufen, ausschnaufen. Und ziehen. Kommen dann wieder hoch. Und wie gesagt, auch das Tüchli wieder nehmen, Schultern zurück. Kommen da mit den Armen über den Kopf. Nicht da und jetzt zurückkommen. Den Arm lupfen. Von daher. Und dann langsam hochkommen und dann tun wir beide Beine da strecken. Das Gefühl, ihr habt eine Wand, die ihr weggestossen. Lupft euch auch wieder hoch, kommt weit führen, geht mit dem Tüchli da schön zu den Fußballen. Und wenn ihr merkt, ich habe Mühe mit dem Rücken, könnt ihr auch die Knie leicht beugen. Mit der Zeit probiert man aber den Quadrizeps, der zieht die Kniescheibe hoch, dass man hinten die Dehnung spürt. Und auch da können wir dir weit, weit führen. Bleiben da, wo es geht. Wichtig ist, dass wir nicht einfach oben kommen. Mit dem Kopf, mit der Zeit kommt auch da der Körper von unten her immer weiter über die Beine, die Schulter zurück. Kopf entspannen, Atem flüssen an. Den Brustkorb öffnen, schnaufen ein und aus. Jeder geht bis an die Grenze, nicht darüber aus. Wenn man das natürlich fleissiger macht, dann wird die Beweglichkeit immer grösser. Das Problem ist einfach, wenn wir nicht mehr üben, dann geht die Beweglichkeit Zentimeter weit schnell zurück und je mehr wir üben, Millimeter weiter vorwärts. Schnaufen die und aus. Wie gesagt, entweder mit der Zeit kommen wir weiter runter, von unten her, da müsst ihr runterkommen. Dann kommt oben der Brustkorb automatisch immer weiter. Oder dann heben wir da
dass die Schultern die hinten behalten. Ihr könnt auch da bleiben. Und dann lasst ihr entspannen, lasst die Füße locker, die Knie. Und dann kommt ihr auch hier wieder hoch. Zuerst mit den Armen. Nicht da bleiben, sondern hoch. Und dann lupfen wir uns. Und ziehen. Gut. Nehmt das linke Bein über das rechte Bein. Jetzt ist wichtig, das Knie schaut nach oben. Die Wirbelsäule ist gerade. Die Hüfte bleibt am Boden. Also die Sitzhöcker am Boden, sorry. Und die Hüfte in einer Linie und nicht lupfen. Und dann geht ihr hier über das Bein, ihr könnt auch ums Bein herumgehen. Das ist gerade für Probleme im unteren Rücken. Vorne den Fuß wegstoßen, Hand hinten setzen, Schultern zurück, Knie nach innen und dann am Schluss den Kopf noch über die linke Schulter schauen lassen. Und atmet aus. Einerseits ist das Durchblutung der Leber. Und schnaufen. Mit der Zeit kommen die Schultern hintereinander. Hinten ganz nah zum Steißbein. Und wie gesagt, auch Durchblutung vom unteren Rücken. Das Knie, das aufgestellt ist, das Bein schaut gerade nach oben. Und öffnen den Brustkorb. Und immer langsam wieder zurückkommen. Und kommen mit dem Bein führen. Ich zeige es euch jetzt nach vorne. Ihr nehmt das rechte Bein. Auch da, das linke Bein bleibt. Das rechte Bein drüber. Sich gerade machen. Das Knie schaut nach oben. Die Wirbelsäule lang. Dann geht ihr da um das Bein. Der Arm macht einen grossen Kreis nach hinten. Und dann ziehen. Die Yoga machen, das ist auch Ardha Matsyendrasana, das ist so der Drehsitz. Der ist ganz wichtig im Yoga. Und der dreht vom Bauchnabel her. Also nicht von den Hüften. Man nimmt die Wirbelsäule lang und dann die Wirbelsäule wie so eine Schraube. Man sollte eigentlich immer zuerst mit dem linken Bein und dann mit dem rechten die Drehung machen. Wie gesagt, ist ganz gut auch Durchblutung von der unteren Rückengegend. Und Leberdurchblutung ist wie eine Akupressur aufs Organ. Schnaufen. Kopf in der Länge vor Wirbelsäule, nicht ablegen oder auf die Seite. Und dann kommen wir auch hier wieder langsam zurück, kurz auf die andere Seite. Gut, immer dann beide Beine so ein bisschen öffnen. Jetzt gibt es Leute, die können die Beine natürlich viel weiter öffnen. Machen das, wie es geht. Mit den Händen in den Oberschenkel so ein bisschen nach innen bewegen. Wenn ihr fest Mühe habt, könnt ihr das Tüchli zum Beispiel zusammenlegen und könnt dann da aufs Tüchli sitzen. Es geht darum, dass man dann da etwas höher oben sitzt und nicht so in runden Rücken hineingeht. Dann dürft ihr einfach mit den Fingern mal ein bisschen vorlaufen. Auch da, wie wo man Bein vorne hatte, sich lang machen. Und dann die Füße wegstoßen, als hättet ihr hier eine Wand. Von unten her sich hier unten nach oben bringen. Dann können wir weiterführen. Stoßen mit den Füßen einerseits eine Wand auseinander. Und es ist mir ganz klar, dass da nicht alle hier unten sind. Das ist auch kein Muss. Es spannt natürlich die Innenseite der Oberschenkel. Man kann natürlich auch auf die Seite noch gehen. Dann sich da heben oder am Zehen heben, Schultern zurück, Kopf ein bisschen nach vorne schauen lassen. Also jeder geht so weit, wie es geht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel könnt auch die Ellbogen aufstützen, ein bisschen vorne laufen, Kopf ein bisschen reinnehmen, kann man auch da bleiben. Und man könnte auch beide Füße machen, da oben bleiben. Wichtig ist einfach, dass ihr von daher mit einem langen Rücken nach vorne kommen und auch hier nicht den Kopf reinziehen.
und sich schön öffnen. Und jeder geht so weit runter, wie es einfach geht. Und wenn man das jeden Tag ein bisschen übt, dann wird die Beweglichkeit immer besser. Dann kommen wir wieder hoch. Dann nehmen wir uns hier den rechten Arm ziehen, ich auch wieder den linken Arm. Und dann ziehen wir euch hier. Könntet, die einen sitzen halt vielleicht jetzt hier auf dem Tüchli. Das könnt ihr also nachher alles auch ausprobieren. Dann könnte man da zum Beispiel auch hingehen und sich dann so ziehen, den Arm führen und dann da schön runterkommen. Probieren so, dass das Gesäß und der Sitzhöcker am Boden bleibt. Jeder macht das, was er kann. Man kann auch da oben bleiben. Wichtig ist, dass ihr euch aufmacht, dass ihr schön von der Seite euch dehnt und dann da immer weiter runterkommt. Der Kopf ist in einer Linie vor Wirbelsäule und mit der Zeit kommt man immer weiter runter. Aber wenn ihr da runterkommt und da euch lupft, das ist nicht gut. Ihr müsst da bleiben mit dem Sitzhöcker. Dann kommen wir hoch. Dann dreht ihr euch drehen zum Bein. Kommen mit den Händen auf die Seite. Könnt wieder das Tüchli nehmen und euch da über das Bein runterbringen. Und schnaufen ein und schnaufen aus. Dann ein bisschen lupfen. Atmen ein und atmen aus. Schnaufen ist ganz wichtig. Denkt daran, Atem ist Leben. Ohne Atem kein Leben. Und ziehen. Dann kommen wir langsam wieder hoch. Gehen in die Mitte. Schon da spürt man so ein bisschen den Unterschied von rechts und links. Dann tun wir entweder da wieder uns heben, Arm lupfen. Ellbogen vorbringen, zieht euch auf die Seite. Oder mit der Zeit kann man hier heben, probieren, kann den Arm vornehmen, sich hier öffnen. Jeder geht so weit, wie es einfach geht. Schnaufen, den Kopf nicht hängen lassen, nicht abdrehen. Schauen, dass man hier nicht lupft, dass man hier drinnen bleibt. Wir können die Augen schliessen und ein bisschen nach innen gehen mit dem Blick. Man sollte so schon 30, 45 Sekunden bleiben. Wenn wir hier wieder mal ein bisschen auf die Uhr schauen, kann das durchaus ganz lang sein. Durchblutung von der Nierengegend. Dann kommen wir zurück. Immer wieder so schön sich aufrichten, dann drehen. Hier vielleicht wieder den Gurt, mal das Tüchli heben, sich von daher drehen, dann da über das Bein kommen. Auch wieder beide Sitzhöcker am Boden abstoßen. Kniekehlen öffnen, probieren mit dem Quadrizeps Kniescheiben hochziehen, Schultern zurück, Brustkorb öffnen und atmen. Und gerade auch wenn wir Krafttraining machen oder so, ist das auch natürlich. Die Muskeln müssen wieder einmal dehnt werden. Machen wir einen Tag nur Dehnung. Dann werden wir merken, wie viel wohler man sich fühlt. Und ziehen. Sich so vorstellen, Gesäß, Sitzhöcker, die haben wie ein Magnet zu der Matte. Und dann kommen wir wieder hoch. Und euch auf die Seite öffnen, dann die Beine ein bisschen rein. Gehen wir noch zu den Schultern, gehen ganz nah zusammen. Und dann tun wir hier die Hand nach oben, Unterarm nach oben. Spüren die Schulterdehnung. Atmen ein und atmen aus. Und hier sich nach gerade aufsetzen. Bauch nicht zusammenziehen, lange Wirbelsäule, das ist im Yoga die Armstellung vom Adler, Garuda. Das ist der Igel, das ist ganz wichtig für Schulter-Nacken-Verspannungen.
Und wenn wir unsere Arme öffnen, habt jetzt vielleicht den rechten Arm oben öffnen, dann nehmt ihr den linken Arm oben ganz nah zusammen. Und wenn das am Anfang nicht gerade geht, nicht verzweifeln, es braucht alles Geduld. Die Schultern nachhaben, ich zeige es nochmal auch von der Seite. Wenn wir so auf der Seite sind, also sich aufrichten. Man kann die Beine weiter führen, die Schultern runter. Die unteren sind waagrecht, oberen sind senkrecht. Es ist wie wenn man wieder den Brustkorb öffnen würde. Kine nach innen, nicht vorne stossen. Super. Und dann öffnen. Dann kommen wir noch auch wieder das Nüchli oder den Gurt. Ich zeige es euch von hinten. Das ist auch eine gute, wichtige Übung, wenn ihr hier den Arm von oben mit dem unteren Arm hier ein bisschen abzieht, sodass ihr immer weiter näher zusammenkommt. Den Ellbogen rechts, schaut nach oben, auch wieder gerade sitzen. Und dann könnt ihr mit dem Arm ziehen. Der Arm geht zuerst weit da nach der Seite und dann mit dem Unterarm hoch. Und dann zieht man da mit dem oberen Arm die Hand hoch. Jetzt mit der Zeit kann man natürlich immer näher zusammenkommen, dann kann man sich da heben. Und dann schaut den Ellbogen auseinander, der linke nach oben, der rechte nach oben. Immer wieder üben, das ist ganz eine gute Durchblutungsübung auch für gesunde Nacken, Schultern. Und dann streckt ihr euch aus. Dann kommen wir auf die andere Seite. Mal den anderen Arm. Kommen wir wieder vor. Kommen hier hoch. Ziehen hinten den Oberarm nach oben mit dem Unterarm. Und man merkt ja auch hier, wie es noch schwierig ist, zum gerade sitzen. Den Ellbogen oben schauen nach oben, hinten nach innen. Arm nicht zu nah. Und dann ziehen wir von unten her den Arm zuerst ganz weit. So, was ihr auch könnt üben, ist zuerst den Arm weit da durch und dann sich da heben. Das sieht alles so einfach aus, ist es nicht. Und dann heben wir da nach oben mit der Hand. Anderen Arm von oben und kommen da wieder zusammen. Und schön auseinander. Den Kopf nach innen. Kopfkrone hoch und auch die Beine ein bisschen entspannter. Wenn ihr merkt, wenn ich hier die Beine anziehe, dann komme ich immer runter in den Rücken. Könnt ihr weiter vorne kommen, dass ihr auch hier die Dehnung der Schultern habt. Lang machen. Und dann streckt ihr euch aus. Gut. Und wir uns ganz langsam auf den Rücken legen und den Kopf nach rechts und links. Füße sind aufgestellt, schnaufen ein und aus, spüren im Ausatmen, unteren Bauch und den Rücken so ganz entspannt auf dem Boden. Dann könnt ihr wieder das Tüchlein nehmen. Ich nehme jetzt mal den Gurt zum Zeigen. Ich übe sonst alles einfach nur mit dem Tüchli. Geht ihr mit dem rechten Bein. Ich habe jetzt wieder das linke natürlich. Ihr habt das rechte Bein. Dann könnt ihr das hier mal strecken. Es geht darum, dass ihr das Bein probiert zu strecken. Und dann kommt ihr mit dem Kopf hoch, zieht das Bein ein bisschen gegen eure Nasenspitz. Und das andere Bein links streckt ihr da weit nach vor. Und dann zieht ihr da und stoßt den Fuß weg. Probiert schön mit dem Quadrizeps Kniescheibe aufzuziehen, dass ihr da lang macht. Und den Fersen wegstoßen. Und dann kommen wir wieder zurück und bleiben da. Die Schultern am Boden, den Brustkorb öffnen. Dann die Wirbelsäule ganz lang, steiles Bein nach oben, die Hüfte parallel. Mit der Zeit kommt natürlich der eine oder andere von euch da
weiter rauf mit den Händen. Und sonst ist lieber der Gurt oder euer Tüchli heben. Knie nach innen. Ziehen, ziehen, ziehen und atmen. Nicht die Hüfte verändern. Schnaufen ein. Und ein bisschen lösen, im Ausatmen, wieder ziehen. Und gut ausschnaufen, Dehnung verstärken. Nach ein paar Mal geht es immer besser. Und wie gesagt, es tut eure Muskeln lang machen. All die Stresssituationen, die gar nicht gut tun für den Körper. Und in denen ein bisschen nachlassen. Dann heben wir da den Gurt mit einer Hand und kommen hier mit der anderen Hand auf die Hüfte. Kommen auf, an den Fuß wegstoßen. Geht einfach so weit runter, wie ihr mögt. Aber schauen, dass ihr hier drinnen bleibt, dass ihr nicht lupfen, sondern schön Wirbelsäule lang, das Bein lang, da drinnen bleiben. Knie strecken, indem wir eben probieren, die Knie kehlen, die von dort her die Waden nach oben zur Fersen öffnen. Vor Knie kehlen hoch und dann auch, wenn ihr hier hebt, die Hand nicht verkrümmen. Und atmen. Ihr könnt auch die Augen schliessen, den Blick nach innen bringen. Innere Ruhe wahrnehmen. Einatmen und kommen wieder hoch. Und hier mit der anderen Hand hebt das Handgelenk gerade. Dann den Arm auf die Seite. Geht auch nur so weit, wie es geht. Das linke und das rechte Bein, die Oberschenkel wie nach innen bewegen. Und dann kommt man hier immer weiter runter. Das ist sehr gut für einen gesunden unteren Rücken. Ihr könnt auch zum Arm schauen. Immer schauen, dass ihr die Hüfte nicht aufzieht, dass ihr die Hüfte schön nach oben schiebt. Schau wieder die Drehung im Bauchnabel, dann in der Wirbelsäule. Schau im Yoga die Virabhadrasana oder die Parshva. Konasana-Übungen, die da für einen gesunden Rücken kann man auch. Als Yoga-Anfänger ist auch da, die Übungen macht man dann so. Kommt hoch, dann lasst ihr den Gurt weg. Dann ganz langsam das Bein nach oben bringen. Und dann spürt ihr zuerst mal euch spüren, wie sich die eine Seite viel länger und entspannter anfühlt und leichter. Ein- und ausatmen. Es ist natürlich klar, wenn ihr eine schöne, ruhige Musik habt, kann man sich noch etwas mehr vielleicht entspannen. Und dann stellen wir beide Füße wieder aufstellen, kurz gesehen ein bisschen lupfen und dann ein bisschen locker lassen. Und dann stellen wir das andere Bein. Nehmen wir jetzt das linke Bein strecken. Und dann ziehen wir es, strecken, ziehen und kommen mit dem Kopf hoch. Und dann das Bein vom Boden an ausstrecken. Am Anfang ist es vielleicht so. Ja? Und je mehr wir das Bein können mit den Kniekehlen öffnen, wird auch da die Linie da länger. Das ist die Psoasis vom Rücken rein, der Muskel, der da einem viel Schmerzen bereitet. Dann ist das gut, wenn man das immer mehr und mehr kann lang machen kann. Es kommt immer weiter runter und es ist nicht da oben, sondern es kommt immer weiter runter. Heben da, ziehend. Und immer wichtig ist, dass ihr nicht das Bein beugt. Das ist klar, es gibt gewisse, die können das, weil die Beweglichkeit vom Rücken noch nicht so ist. Aber dann lehnt da lieber das Bein gestreckt und weiter weg, als dann da ziehen. Und die Eltern sind vielleicht beweglich und kommen da weiter runter. Es darf nie weh machen. Ihr müsst innen spüren. Dann immer die mittlere grosse Zehe in eine Linie von den Kniescheiben zum Hüftknochen, hinten Fersen,
Kniekehlen, Sitz hocken. Also, dass ihr euch das ein bisschen merkt, die Schultern, aber sich lang machen. Hüfte parallel, Schultern parallel und atmen die ein und aus. Dann hebt ihr hier wieder den Gurt mit einer Hand, Handgelenk lang. Die andere Hand geht hier zum Oberschenkel. Und jetzt immer schön die Hüfte nicht aufziehen, sondern unten behalten. Sich auf die Seite, je nachdem, wie weit das Bein halt runtergeht. Auch da schauen, dass der Fuß gerade bleibt, nicht auf die Seite innen oder raus. Und schnaufen ein und schnaufen aus. Ihr könnt die Augen wieder schliessen. Spürt die ganze Atmung im Bauch, Rücken, Brustkorb und Rippenbogen. Und eben hier die Hüfte unten behalten. Ist ja auch wie in der Geometrie, wenn man es nicht richtig macht, kann man sich auch verletzen. Ein Strich ist ein Strich, ein Kreis ist ein Kreis, ein Dreieck ist ein Dreieck. Und so auch immer schauen, wo sind meine Hüfte, dass ihr die nicht verbringt. Das heisst, wenn eine Fehlhaltung bringt, dann geht die ganze Wirbelsäule in eine Fehlhaltung. Und somit gibt es Schmerzen, manchmal wie sie Zehen, Finger. Schnaufen ein und schnaufen aus, kommen wieder hoch. Immer wieder schauen, wo sind meine Hüfte, nicht führen oder runter oder rauf. Hebt mit der anderen Hand den Fuß gerade lassen. Es gibt viele, die den Fuß so knicken. Der bleibt gerade. Also denken wieder an die Position. Und Oberschenkel nach innen. Und dann kommen wir hier langsam auf die Seite. Können mit dem Kopf noch über die andere Hand schauen. Spüren im unteren Rücken. Und atmen ein und atmen aus. Im Yoga sagt man dem auch Makrasana, das ist das Krokodil. Und schnaufen. Und dann immer langsam wieder zurückkommen. Und nicht da, das Bein langsam wieder runterlassen, bis wir ganz am Boden sind. Und dann lassen wir die Füße entspannt, entspannt. Gut, die sehr gut trainiert sind, die können jetzt die Beine mal schliessen, dann ganz nah an den Kopf lupfen, dabei lupfen. Und dann können wir hier hochkommen. Die Ellbogen zusammen und kommen hier in den Schulterstand. Jetzt, das ist natürlich nicht für alle, es gibt Leute, die können das nicht. Ihr dürft auch nicht zwingen, weil der Schulterstand, wenn man hier zu fest in den Nacken geht, hat man nachher ein Problem. Dann könnt ihr einfach gegen die Wand kommen, setzt euch hier so ein bisschen an und die Beine da schön hochlagern. Mit der Zeit kann man immer näher ankommen mit dem Gesäß, bis ihr ganz mit dem Gesäß da an der Wand sind. Und dann kann man da ein bisschen hochkommen und so ein bisschen bleiben. Wir sind so ein bisschen in einem Zickzack und der untere Rücken lupft, aber die Schulterblätter bleiben am Boden oder ihr bleibt da oben. Ihr könnt auch so bleiben. Ihr könnt auch ein bisschen weiter wegkommen mit der Zeit von der Wand. Und dann euch da ein bisschen probieren zu lupfen, ein bisschen unterstützen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ihr könnt auch ein Buch oder die Füße da unten beim unteren Rücken nehmen. Wichtig ist einfach, dass einmal so die Beine höher oben sind als euer Kopf, Schultergegend und die Hüfte, dass die Durchblutung auch ein bisschen nach oben kommt. Das ist gut für eure Organe, vor allem auch Herz-Kreislauf. Also wie gesagt, könnt auch so bleiben. Geht in die Stellung, die für euch stimmt. Dass ihr immer achten, was geht bei mir.
Und was geht es bei mir nicht? Ellbogen in den Boden stossen, immer Platz für den Finger zwischen Knie und Brustbein. Gut, dann kommen wir mit den Knien wieder runter, tun ganz langsam den Rücken zurück und kommen alle wieder auch von der Wand zurück und kommen da Knie zusammen. Beine ein bisschen auf die Seite. Schön untere Rückenbauch entspannen. Dann könnt ihr mit den Händen ein bisschen vorne greifen. Vielleicht könnt ihr euch Fußgelenk heben oder einfach gegen die Fersen. Und dann lupft ihr eure Schulterblätter ein bisschen zusammen. Und dann lupft ihr euer Gesäß, lasst es aber ganz entspannt. Spürt, wie die Füße im Boden stossen. Und dann kommen wir hier in Gegenbewegung. Dann haben wir eher ein Holzkreuz. Bleiben mit den Schulterblättern am Boden. Man kann auch jetzt noch Mobilisation. Kommt hoch mit den Armen. Dann ist wieder im Ausatmen die Schultern im Boden stossen. Fersen im Boden stossen, Zehen entspannen, aber den Fußballen, grosse, kleine Zehenballen am Boden, und dann wieder ein bisschen lösen. Dann nochmal ausschnaufen, runterkommen. Und eben, probiert gut zu spüren, dass das Gesäß nicht verkrampft, sondern die Innenseite von der Oberschenkel. Und dann kommen wir mit den Armen wieder runter. Langsam zurückkommen, Arm auf die Seite, Bein auf die Seite und ausschnaufen. Und das können wir noch ein bisschen länger machen. Dann haben wir auf die andere Seite. Auch hier schauen, dass das oben Bein mit dem unteren verbunden bleibt. Und dann hier öffnen. Super, habt ihr das gemacht? Wir sind schon sehr entspannt. Und dann schnaufen wir aus, legen euch auf den Rücken und lasst den Körper einfach auf den Boden fallen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Atmet ein und aus. Und lehnt euch einen gesunden Körper mit einem gesunden Geist.